Herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Fall geht's um Kabel. In Zeiten von steigenden Kupferpreisen wird es immer wichtiger. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat sich der Kupferpreis verdoppelt in einem Jahr. Umso wichtiger ist es zu wissen, brauche ich so ein ganz dickes oder reicht mir vielleicht auch ein halb so dickes Kabel? Und die andere Frage ist ja eigentlich nicht, ob ich es bezahlen kann oder nicht, sondern ob ich in meinem Anwendungsfall es tatsächlich machen müsste oder ob ich vielleicht sogar was verändern kann, um das dünnere Kabel zu verwenden. Ja, grundsätzlich ist es natürlich klar, jedes Kabel ist ein Widerstand. Je länger das Kabel, desto größer der Widerstand. Auf einem Widerstand verlieren wir was, in dem Fall ist es Spannung. Wenn da Strom durchfließt, verlieren wir ein bisschen Spannung. Und das ist natürlich irgendwas, was man irgendwie begrenzen muss. Das heißt, nur einen gewissen Spannungsabfall will man sich leisten oder kann man sich leisten. Vielleicht hängt sogar die Funktion des Gerätes davon ab, dass die Spannung ein gewisses Niveau hält. Insofern ist es super wichtig, ein Kabel zu haben, was A, dick genug ist und B, vielleicht noch verlegbar ist und möglicherweise auch bezahlbar. Sowas Dickes hier, 70 Quadrat, geht schon richtig ins Geld. Das heißt, was kann ich machen, um vielleicht ein etwas dünneres Kabel zu brauchen? Da hat man eigentlich nur eine Chance. Ich kann den Weg, den das Kabel nimmt, möglichst kurz halten. Sprich, Verbraucher ganz nah an die Batterie. Ich sag mal, je dicker der Verbraucher, desto wichtiger. So ein dicker Inverter mit 3000 Watt, der bräuchte dann schon eher sowas. Auch wenn er nah dran ist, wenn ich den 8 Meter weit weg mache, dann wird es langsam kriminell. Dann hat man nämlich auch Kabelschuhe, die so groß sind, dass ich sie kaum noch anschrauben kann. Das muss man sich halt alles vorher überlegen. Insofern gilt eigentlich immer dieselbe Devise. Je fetter der Verbraucher, desto näher an die Batterie. Und generell ganz grundsätzlich alles, was irgendwie Strom leitet, sprich Kabel, wenn man die kurz halten kann, weil man alles schön nah zusammengebaut hat, ist es schon mal gut. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie dick muss das Kabel wirklich sein? Und da gibt es eigentlich nur ein Kriterium, nämlich wie viel Strom muss da drüber fließen, wie weit ist es weg, wie viel Spannungsabwehr kann ich mir wirklich leisten. Dazu gibt es diverse große Formeln, die eigentlich alle darauf basieren, dass man weiß, wie viel pro Meter hier so verloren geht, sprich, was für einen Widerstand hat so ein Kabel eigentlich, dass man weiß, was man für einen Verbraucher hat. Das kann man vielleicht auf dem Typenschild ablesen, kann man teilweise auch berechnen, macht man auch so einen kleinen Sicherheitspuffer rein. Das dritte ist eben, wie weit ist es weg? Gucken wir uns jetzt einfach mal eine Formel an. Ich zeige mal, wie die so aufgebaut ist und am Ende können wir eigentlich merken, dass es doch ganz einfach ist, denn man muss nur ganz simple Zahlen einsetzen und das im Taschenrechner eintippen. Und die ganze Theorie, die ich jetzt mal kurz anreiße, die braucht man im alltäglichen Leben gar nicht, sondern macht dann einfach nur Tipp, 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 kommt was raus, fertig. Gucken wir uns das Beispiel an. Simples Beispiel, was jeden mal treffen kann, USB-Dose. In diesem Fall gehen wir von einer richtig guten aus, die 2x2 Ampere kann, sprich 2 Ampere auf dem einen Port, 2 Ampere auf dem anderen Port und zwar gleichzeitig, sprich 4 Ampere. Guckt man aufs Typenschild hinten, findet man vielleicht noch, dass da was von 5 Volt steht, sprich wir haben eine Spannung von 5 Volt und 2x2 Ampere, die wir in die erste Formel einsetzen können. Die Formel hat jeder sicherlich schon mal gehört. Die Leistung ist gleich die Spannung multipliziert mit dem Strom. Und wenn man das da einsetzt, was wir vorhin abgelesen haben, kommt man auf 5x2x2 gleich 20 Watt. Das heißt, diese Dose würde im Ernstfall 20 Watt verbrennen. Weil wir uns aber nicht so ganz sicher sind, dass das mit 100% Wirkungsgrad passiert und im Schrank sicherlich auch ein bisschen warm wird, würde ich einfach 20% oben drauf rechnen. Sprich, wir multiplizieren mit 1,2 und kommen auf 24 Watt. Mit diesen 24 Watt an Leistung werden wir alle anderen Sachen berechnen. Gut, wir befinden uns also in einem 12-Volt-System. Gehen wir mal davon aus, dass es ein ganz simples ist mit einer Bleibatterie. Und die Frage ist, mit was für einer Spannung müssen wir eigentlich rechnen? Die Theorie dahinter sagt, man rechnet mit der niedrigsten Spannung, denn bei der niedrigsten Spannung ist der Strom am größten. Was ist die niedrigste Spannung in unserem 12-Volt-System? Ich sag mal, eine Bleibatterie sollte man nicht unter vielleicht 10,7 Volt ungefähr entladen. Die meisten Unterspannungsschutzschaltungen schalten da auch ab. Das heißt, die 10,7 ist ein guter Wert, mit dem man jetzt mal losrechnen kann. Und wir probieren gleich mal aus, was da passiert.
Das kriegt man eigentlich ganz einfach raus, indem man einfach die Leistung durch die Spannung teilt und man kriegt dann eben den Strom raus. Und man kann sich schon vorstellen, wenn man jetzt die Leistung durch eine größere Spannung teilen würde, dann würde ein kleinerer Strom rauskommen. Also wir haben es genau richtig gemacht. Kleinste Spannung nehmen. Dadurch kriegt man sozusagen den Worst Case raus, nämlich den maximalen Strom, der in diesem Fall 2,4 Ampere beträgt. Das ist ein Wert, den wir uns merken für unsere spätere Rechnung. Wie wir vorhin schon festgestellt haben, jedes Kabel ist ein Widerstand und wenn der Strom durchfließt, geht uns ein bisschen Spannung verloren und die Frage ist, wie viel wollen wir uns leisten? Da gibt es so eine Faustregel, für ein Ladegerät, wo eben die Spannung kritisch ist, sagt man nicht mehr als 2% von der Spannung. Für irgendwas Unkritisches, wie zum Beispiel eine Lampe oder sowas oder eine Wasserpumpe, da kann man auch mal 4% zulassen. Gehen wir einfach mal davon aus, dass es kritisch ist und wir rechnen mit 2% der Einfachheit halber. Das heißt, 2% von diesen 10,7 Volt wollen wir maximal verlieren. Wenn man das ausrechnet, sind es also maximal 0,214 Volt, die uns auf dem Kabel verloren gehen sollen. Diesen Wert merken wir uns, weil wir den später einfach einsetzen können. Der dritte Aspekt, der wichtig ist, ist eben die Länge des Leiters, des Kabels in diesem Fall. Denn je länger das Kabel, desto größer der Widerstand, also muss es irgendwo in die Formel eingehen. Wenn man so eine USB-Dose direkt mit zwei Kabeln auf die Batterie geklemmt hat, dann würde man also den Hinweg und den Rückweg rechnen. In unserem Fall wären es also 3 Meter mal 2 gleich 6 Meter. Ein Sonderfall wäre etwas, wenn man zum Beispiel sagt, man sitzt in einem Kastenwagen, der komplette Blechkarosse hat und man führt nur den Pluspol zur Batterie und Minus geht über die Karosserie. Die Karosserie ist sehr, sehr, sehr dick, sehr großer Leiter. Da würde man einfach davon ausgehen, dass der Spannungsabfall darüber null ist. Das heißt, wir rechnen nur mit der einfachen Strecke. Also wenn ihr zwei Leitungen legt, rechnet ihr zwei Leitungen. Wenn ihr nur eine legt, rechnet ihr nur eine. In diesem Fall sind die 6 Meter unser Freund. Fassen wir nochmal zusammen. 6 Meter Kabellänge hatten wir eben. Der Strom, der maximal durch diese 6 Meter Kabel fließt, sind diese 2,4 Ampere. Und wir wollen dabei maximal 0,214 Volt verlieren. Jetzt müssen wir noch ein bisschen nachdenken, nämlich das Kabel könnte aus Alu sein, es könnte aus Kupfer sein, es könnte aus Eisen sein. Typischerweise ist es Kupfer. Das heißt, wir gucken in eine Tabelle und suchen uns die Leitfähigkeit für Kupfer raus. Da werdet ihr sicherlich auch unterschiedliche Werte finden, 57, 58, 59. Manchmal ist es auch gar nicht die Leitfähigkeit, die da steht, sondern der Widerstand. Das wäre dann sozusagen 1 durch die Leitfähigkeit. Merkt euch einfach nur eine Zahl, nämlich 58. Auf die Einheit würde ich erstmal gar nicht eingehen. Interessiert uns nicht. Also die Leitfähigkeit für Kupfer ist der vierte Wert, den wir brauchen. Der wird sich auch nie ändern, sprich ihr müsst euch nur diese eine Zahl merken, für immer und ewig. So, jetzt geht es auch schon zu der Weltformel des Kabelquerschnitts. Das ist eigentlich trivial. Der Kabelquerschnitt ist im Prinzip ein großer Bruch, der aus einem Zähler und einem Nenner besteht. Oben hat man die Kabellänge, die Gesamtkabellänge, bei uns eben die 6, multipliziert mit dem maximalen Strom. Und das Ganze ist geteilt durch die Multiplikation aus der Leitfähigkeit und diesem Spannungsabfall, also diesen 0,214 Volt. Wenn man das alles mal einsetzt, kommt das raus, was ich hier geschrieben habe. Und würde man jetzt den Taschenrechner eintippen, käme man auf 1,16 Quadratmillimeter. Da ist natürlich so eine Sache, 1,16 Quadratmillimeter gibt es in keinem Laden. Die Faustregel ist, ich runde das einfach nach oben auf den nächst kaufbaren Querschnitt. In unserem Fall wären das also 1,5 Quadratmillimeter, die ich für meine USB-Dose 2 mal 3 Meter legen würde. Und dann wäre ich mir ganz sicher, dass der Spannungsabfall definitiv kleiner als 2% ist und damit meine USB-Dose auch wunderbar funktioniert. Ja, um das auszurechnen, kann man ganz simpel den Taschenrechner verwenden. Man gibt also erst oben 6 mal 2,4 ein, drückt schon mal auf gleich, also um das Ergebnis rauszukriegen. Und dann muss man aufpassen, teilt man das durch den gesamten Nenner. Das heißt, ich setze den in Klammern, denn wenn ich das vergesse, kommt da Quatsch raus. Ja, wie ihr seht, die Formel ist am Ende gar nicht so schwer. Man muss nämlich sich gar nicht viele Sachen merken. Das Einzige, was man sich merken muss, ist die 58 und vielleicht diese 0,214. Die bleiben immer gleich, denn mehr als Kupferkabel werdet ihr nicht verlegen. Alu hat im Auto nicht zu suchen.
Kupferkabel ist auch nicht gleich Kupferkabel, passt auf, es sollte eine ordentliche Kupferlitze sein, also eine feindrahtige. Die heißen FLY oder FLRY. Guckt da mal nach, wenn ihr das kauft. Dann weiß man schon, unten 58 mal 0,214, das kann man sich theoretisch auch mal ausrechnen und einfach irgendwo auf den Zettel schreiben. Die Zahl braucht man immer. Und das Zweite, was sozusagen variabel ist, ist eben die Kabellänge und der maximale Strom. Und das ist das, was ihr eigentlich von jedem Typenschild ablesen könnt, beziehungsweise mit dieser simplen Rechnung, die ich gerade gezeigt habe, ermitteln könnt. Und dann rechnet man eben einfach Länge mal Strom geteilt durch die Zahl da unten, die sowieso immer gleich ist, und hat schon den Querschnitt, beziehungsweise rundet man das eben nach oben. Und so solltet ihr immer auf der sicheren Seite sein. Viele von euch werden sicherlich denken, wozu muss ich mir so einen Quatsch merken? Gibt doch 1000 Internetrechner, die können das alles. Das stimmt, aber es gibt viele Internetrechner für viele verschiedene Zwecke. Und wenn man gar nicht weiß, was der rechnen sollte und es auch gar nicht kontrollieren kann, dann kommt da unter Umständen einfach Quatsch raus. Das heißt, es ist wichtig zu verstehen, was da rauskommen sollte. Und wenn man dann einen Rechner meinetwegen gefunden hat, wo man weiß, den hat man verstanden und der rechnet genau das aus, was man mit dieser Formel vorher mal in ein, zwei Stichproben kontrolliert hat, dann kann man den natürlich gerne in Zukunft benutzen. Aber tut mir den Gefallen, versucht zu verstehen, was da passiert. Denn mit einem Internetrechner, den man nicht verstanden hat, rechnet man potenziell kompletten Quatsch aus. Und wichtig an der Stelle ist vor allem, das Kabel muss halten, die Sicherung muss durchbrennen. Weitere Themen in der Richtung, was ihr beim Selbstbau vielleicht beachten müsst oder auch solche Hintergründe, die wichtig sind, um die Materie zu verstehen, haben wir in anderen Videos in unserer Playlist. Guckt mal rein, vielleicht hilft es euch ja beim weiteren Ausbau. Tigergebrüll und tschüss. Gleich hinten ran, so ohne viel Pause, war so richtig.